Willkommen zu diesem mörderisch guten Special an einem mörderisch guten Samstag. Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, habe ich kürzlich eine sehr spannende Abonnentenzahl erreicht, nämlich 666. Mittlerweile ist die Zahl gerade nicht mehr akkurat, aber ich habe noch einen Screenshot von der Zeit, wo es so war. Das war am 29. September und nun gibt es ein teuflisch schönes Special dazu. Was könnte besser passen, als ein paar Sims ins Grab zu befördern? Ich meine, mein Kanal steht ja quasi dafür, dass Sims in Flammen aufgehen, erstochen werden, ihnen das Herz rausgerissen wird. Aber heute wird es ein wenig anders tödlich, denn heute bringen wir das dunkelste Innere in den Sims zum Vorschein. Heute werden sich die Guten selbst abmurksen. Ich habe schon länger geplant gehabt, so ein Special zu machen, bei dem mal wieder die Sims gehörig gut draufgehen. Und dann habe ich auch noch dieses schöne Kommentar von Chaos Girl bekommen, wo sie sich gewünscht hat, dass ich doch mal Sims von allen Altersstufen in den Haushalt stecke und dann ja quasi den Extreme Violence Mod einfach crazy laufen lasse. Und ich habe mir gedacht, das passt so gut in dieses Konzept, das fusioniere ich. Erstmal werde ich euch aber die Hauptakteure des heutigen Parts vorstellen, die Sims, ohne die hier heute gar nichts geht und die nicht ganz so lebendig aus diesem Special hervorgehen werden, wie sie es vielleicht gerne tun würden. Es ist leider nicht ein Sim von jeder Altersstufe vertreten. Babys und Kleinkinder musste ich außen vor lassen. Wir haben hier Sims 4, also ein Baby ist hier wie ein Tisch. Auch mit Kleinkindern wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Die können nämlich zwar mit einem Mod töten, aber können nicht getötet werden. Und damit wäre es ziemlich eindeutig, wer hier als Sieger hervorgeht und wäre ein bisschen öde geworden. Wir haben hier aber wundervolle Sims von allen anderen Altersgruppen. Einmal ein männliches Kind mit Namen Jackie Skullbone. Er ist so ein bisschen unglücklich durch so eine Häckselmaschine geraten, habe ich das Gefühl. Wir können den Kindern natürlich nicht das psychopathische Tendenzenbestreben geben, das gibt es da noch nicht. Deshalb hat er einfach nur irgendwie so ein Motorikbestreben und ist böse. Und dann haben wir hier auch noch die schöne Misery Misery. Sie ist ein kreatives Wunderkind und unberechenbar. Unberechenbar hieß ja früher wahnsinnig. Das fand ich viel schöner für diese Eigenschaft, muss ich sagen. Deshalb nennen wir es jetzt weiterhin einfach nur wahnsinnig. Die Eigenschaft wahnsinnig ist halt einfach wahnsinnig toll und deshalb hat sie auch unser nächster Sim hier, Elias Culprit, der tatsächlich auch endlich mal das psychopathische Tendenzenbestreben haben kann. Er hat sich einfach mal so einen netten Glasgow-Smile reingeritzt und ist ein bisschen wahnsinnig geworden. Abgesehen davon, dass er wahnsinnig ist, ist er auch zimperlich. Ich meine, schaut ihn euch mal an. Da ist halt so eine kleine Prinzessin hier. Prinzessin trifft auf unsere nächsten Sims so absolut gar nicht zu. Wir haben hier Raven Reaper, ebenfalls psychopathische Tendenzen als Bestreben. Wahnsinnig kleptomanisch und böse. Und jetzt kann ich es ja sagen, ist ja ein offenes Geheimnis. Mein Lieblingssim in diesem Haushalt. Ich meine, ist sie nicht absolut wunderschön? Ich liebe sie. Dann haben wir einen Sim, der optisch so gar nicht zum Rest des Hauses passt. Die gute Ich bin unfähig, die ich absolut grauenvoll finde. Aber so schrecklich sie auch von außen aussieht, von innen ist sie noch viel grauenvoller. Sie ist eine gescheiterte Wahrsagerin. Sie hat ebenfalls das psychopathische Tendenzenbestreben, ist Vegetarierin, materialistisch und selbstsicher. Wir haben hier auch noch Travis taugt nichts. Unseren gescheiterten Hinterwäldler mit der Machete, ebenfalls mit psychopathischen Tendenzen, wahnsinnig. Ein Hitzkopf und aktiv. Und zu guter Letzt haben wir auch noch unser schönes Ohmchen der Runde. So eine richtig flotte Omi mit Namen Lovely Stitches. Und ja, die ist ein bisschen zusammengenäht. Hat sich wohl mit ihrem Nähzeug vertan. Das war nicht die schöne Decke, die du nähen wolltest, meine Liebe. Überwacht wird dieser ganze verrückte Zirkus hier von unserem allerliebsten Tod. Die werde ich jetzt aber nicht nur alle aufeinander loslassen zu einem wilden Gemetzel. Erstmal müssen sie hier noch einen kleinen Parcours bestehen. Wir haben hier ein Labyrinth gebaut und bevor es zu dem Schlachtplatz geht, müssen sie erstmal dorthin finden. Und natürlich wird der Tod dabei ein Auge auf sie haben. Der Tod ist auch schon wahnsinnig hungrig und ungeduldig. Und derjenige, der da am längsten braucht und schlapp macht, der wird gleich als erstes einmal aus dem Verkehr gezogen. Der Tod bekommt dann ein nettes kleines Mittagessen. Und die werden einen Konkurrenten weniger haben. Und keine Sorge, auch die, die ganz außen waren, waren manchmal als erstes da.
Wir haben hier alles schon mal vorläufig Probe getestet, mit Testsubjekten, die jetzt schon im Jenseits verweilen. Aber es wurde hier alles schon wieder schön geklärt, schön gereinigt und die alten Versuchskaninchen als dekorative Objekte aufgestellt. Wir wollen es ja hier ein bisschen schön haben für unsere Testteilnehmer. Und wenn die beiden doofen Nüsse hier nicht bald weggehen, sind die als nächstes dran. Und dann startet auch schon unser erster Wettbewerb, das Rennen durch das Labyrinth. Na, was denkt ihr, wer wird beim Wettrennen die Nase vorn haben und wer wird ganz hinten anstehen? Dann hoffen wir besser mal, dass jetzt niemand einen Fehlstart baut. Gutes Gelingen und besser nicht stolpern, der Tod lauert hinter jeder Ecke hier bei uns. Gleich zu Anfang hängt hier schon mal so richtig die halbe Gruppe in der Hecke fest. Gleich mal schon ein schöner Stau in der Ecke. Es ist aber auch besonders schwer, normal um die Kurve zu rennen, wie man hier sehen kann. Das ist eine Schwierigkeit, auf die wir hier immer wieder stoßen. Ebenso wie die Leiter runterklettern. Einfach mal schön alle sieben Teilnehmer richtig schön ineinander gebackt. Aber wichtig ist, dass es dann weitergeht. Und ja, man merkt sehr, dass hier alle um ihr Leben kämpfen und dass der Tod ihnen auf den Fersen ist. Also sie könnten sich gefühlt hier mal einen Schritt schneller bewegen. Das wäre sicher toll. Aber nö, warum denn? Dann wird man sich ja hier anstrengen und dann wird man ja vielleicht am Leben bleiben. Ganz vorn voran ist gerade unsere Misery, unser kleines Mädel, dicht gefolgt von Raven. Alle anderen haben hier hinten gerade so ein kleines Problemchen voranzukommen. Derzeit ganz am Ende als Schlusslicht unterwegs Travis. Misery und Raven sind hier gerade schon die Leiter nach unten unterwegs. Die zweite Stelle, bei der es unter die Erde geht. Vielleicht fängt ja jetzt mal ein bisschen jemand zu laufen an. So ein kleines bisschen, so kurz vorm Ziel mit Endspurt. Nö, schaut nicht so aus. Aber die beiden haben auf jeden Fall einen guten Vorsprung. Alle anderen sind etwas abgeschlagen. Jetzt holt gerade unser liebes Ohmchen auf. Und ganz am Ende ist nun Ich bin unnütz. Die hat einfach keinen Bock mehr. Raven kommt gerade wieder zusammen mit Misery als erstes die Leiter nach oben. Und tatsächlich fangen die beiden jetzt auch sogar mal ein bisschen zu laufen an. Also die wissen jetzt, sie sind kurz vorm Ziel. Jetzt kann man so ein bisschen Gas geben. Wer kommt denn als erstes? Oh, Lovely holt gerade auf. Und Raven hängt in der Hecke fest. Das kann sich jetzt gerade kurz vorm Ziel nochmal alles ändern, was hier der Fall ist. Das Einzige, was sich wohl nicht mehr ändern wird, ist, dass Ich bin unnütz als erstes rausfliegt. Außer sie überholt noch unseren lieben Jackie. Raven hängt fest. Raven hängt fest. Nein, Raven hängt fest. Und doch, das wird noch. Travis hat auf jeden Fall gut aufgeholt. Als erstes war Misery hier, gefolgt von Elias. Dann Travis, Raven, Lovely. Und jetzt kommt noch Jackie. Und als letztes an kommt Ich bin unnütz. Und das heißt, dass unser allerliebster Tod, unsere Grimmy Reaper, die hier freundlichst gewartet hat, sich als erstes gleich mal die gute Ich bin unnütz holen darf. Lass es dir schmecken, meine liebe Grimmy. Das ist eine köstliche, wundervolle Seele nur für dich. Gut, alle anderen dürfen sich schon mal hier nach unten begeben. Da geht es gleich hier durch und in diesen schönen Zellentrakt. Hier werden sie alle die restliche Nacht verbringen. Vorausgesetzt, sie überleben die nächste Prüfung. Wir haben jetzt allerdings auch wieder einen Platz im Haushalt frei. Und das heißt, wir holen uns gleich einen schönen Nachzügler. Darf ich vorstellen, das ist Buck Backstab. Seines Zeichens verrückter Serienkiller. Ja, das kann auch ein Beruf sein. Er ist ebenfalls ein Psychopath, beziehungsweise hat das psychopathische Tendenzen bestreben, ist böse, wahnsinnig und ein Einzelgänger. Hier müssen sie so lange ausharren, bis einer von ihnen tot ist. Der Sensenmann wird sich dann die Seele desjenigen holen, der als erstes den Löffel abgibt. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt ein bisschen dauern. Oh, Elias. Elias hat gerade richtig einen Hungerabsturz bekommen, genauso wie Misery und Jackie. Die müffeln hier gerade alle schon ordentlich. Also ich will nicht wissen, wie es hier unten gerade riecht. Könnt ihr mal ein bisschen schneller verrecken, bitte? Der Tag ist gleich schon wieder um. Ich tippe darauf, dass Elias gleich abkratzt. Ich meine, bei ihm ist halt richtig im Arsch alles gerade. Wie verdammt lang dauert das bitte? Hallo, kann hier mal bitte jemand verrecken? Ich hätte anzünden sollen, das wäre viel schneller gegangen.
Tja, was sagt man dazu, mein Lieber? Blöd gelaufen. Erst ein leckeres Herz gegessen und jetzt eine leckere Seele einverleibt. Grimmy speist heute vorzüglich und es gibt gleich noch 6 weitere Seelen zu holen. Und jetzt werden wir erstmals in dieser Challenge auch wieder die Selbstständigkeit für alle anschalten, damit sie sich um sich selbst auch kümmern können. Und dann dürft ihr euch mal wieder erholen von eurem Schrecken. Dürft eure Bedürfnisse erfüllen, denn ihr habt hier drin alles, was ihr dazu braucht. Erstmal alle so synchron aufs Klo, bis auf Travis. Sieht aus, als hätten sich die Verbleibenden qualifiziert, hier in dieses schöne Häuschen hinaufzusteigen. Wir haben hier einfach nur einen Feuerraum, wo sie sich alle gut anfackeln können. Und da haben wir dieses wunderschöne Areal, in dem sich gleich alle gegenseitig töten dürfen. Das ist auch unsere letzte Nachzüglerin, Beloved Blood, unsere Braut, die bei der Hochzeit ermordet wurde. Der Klassiker hat ebenfalls das psychopathische Tendenzen bestreben, ist unberechenbar, familienbewusst und eifersüchtig. Hier ist es gleich nicht mehr ganz so sicher wie bisher. Jetzt wird nämlich angeschalten, dass sie selbstständig töten können. Okay, meine lieben verbliebenen 7. Ihr seid noch am Leben, weil ihr euch als besonders zäh herausgestellt habt. Aber das wird euch jetzt auch nicht viel bringen. Denn jetzt seid ihr mit euren potenziellen Mördern in einem Raum. Seid eingesperrt und kommt nicht mehr heraus. Die einzige Möglichkeit, diese schöne Challenge zu überleben, ist es jetzt als erstes zuzuschlagen. Wer von euch wird als erstes alles über Bord werfen, was ein guter Sim eigentlich tun sollte, und zuerst zustechen? Raven! Es ist Raven! Raven ist als erstes zur Mörderin geworden. Aber es ist ja nicht gesagt, dass sie jetzt die ist, die das Ruder in der Hand hat. Ich dachte gerade kurz, Buck geht hin und tötet sie. Jeder hat die Option, jetzt aktiv zu sein. Jeder von ihnen kann automatisch töten. Aber Misery entscheidet sich lieber, das Gespräch mit unserer lieben Lovely zu suchen. Okay, okay. Und Raven wird auch weiterhin aktiv und tötet gerade Buck mit einem Flammenwerfer. Irgendwie verteidigen sich die alle nicht. Warum verteidigen sich die nicht? Oh, 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 oh. Raven setzt sich wieder in Bewegung, tötet sie Jackie. Nein, sie erstickt gerade unseren guten Travis. Oh, und auch unser Ohmchen scheint aktiv zu werden. Wird sie aktiv? Wird sie aktiv? Uff! Ich find's gerade lustig. Lovely hat versucht, Jackie anzuzünden, aber es hat nicht geklappt. Ich bin ja... Oh, oh, es hat doch geklappt. Es hat nur ein bisschen gedauert. Also Lovely hat auch jemanden getötet. Den guten Jackie, der wird hier gerade angeknuspert. Jetzt leben noch Raven und Misery. Okay, er hat ein bisschen gebrannt und dann ist er ein bisschen explodiert wie sein Grabstein. What the fuck? Aber sowohl Misery als auch Raven scheinen nun erstmal keinen Mord mehr vorzuhaben, was ungünstig ist. Denn die kommen hier erst wieder raus, wenn nur noch einer von ihnen am Leben ist. Ich muss sagen, ich mag beide. Ich mag sowohl Raven als auch Misery. Wobei Raven ist natürlich meine ungeschlagene Favoritin. Meine liebe, verrückte Raven. Oh, sie hat gerade versucht, den Sensenmann zu killen. Es ist ungünstig. Ihr könnt beide autonom töten und keiner von euch tut es. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt beiden sagen, dass sie töten sollen. Und derjenige, der die Aktion als erstes ausführt, kommt hier lebend raus und der andere leider nicht. Wir haben hier Raven, die sie in Flammen setzt. Eine andere tödliche Aktion gibt es von Erwachsenen gegenüber Kindern nicht im Extreme Violence Mod. Und dann haben wir hier noch Misery, die Raven das Messer in den Bauch rammen will. Also, wer von euch wird die erste Aktion ausführen? Oh, oh, oh! Sieht ganz so aus, als wäre es das für unsere liebe Misery gewesen. Damit ist Raven die Letzte, die hier am Leben bleibt. Ich gratuliere dir, Raven. Du bist als Siegerin bei diesem kleinen Wettstreit hervorgegangen. Aber dein Schicksal hier ist noch nicht entschieden. Soll Raven zu Ehren, dass sie sich hier so tapfer geschlagen hat, am Leben bleiben und als Einzige die Ehre haben, hier wieder
lebend wegzukommen? Oder soll Raven die Strafe ereilen dafür, dass sie so viele Leben genommen hat, und soll sie ebenfalls getötet werden? Wenn ihr sagt, dass sie am Leben bleiben darf, dann sehen wir sie ja vielleicht noch einmal wieder. Dann haben wir sie vielleicht nicht das letzte Mal gesehen und sie taucht vielleicht mal in einem Let's Play auf, aber wer weiß das schon so genau. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass dieses Special jetzt zu Ende ist. Es hat geendet mit dem Sieg von Raven. Selten, dass mein Liebling gewinnt, deshalb freue ich mich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Könnt mir ja gerne mal schreiben, wer euer Liebling war, bei wem ihr gedacht, gehofft oder erwartet hättet, dass er oder sie gewinnen werden. Ich hoffe auch, das kleine Special, das ich mir für euch ausgedacht habe, hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Wie immer ist jeder Daumen nach oben für dieses Video auch ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.